Und da bin ich auch schon wieder und damit herzlich willkommen zum ersten Video des neuen Jahres 2019. Wie die meisten mitbekommen haben, beziehungsweise vielleicht sogar auf Instagram gesehen haben, war ich mal eine Woche weg. Und das hat auch sehr, sehr gut getan. Ich war endlich mal wieder eine Woche unterwegs und ich habe diese ganze YouTube-Sache ja doch schon echt ein bisschen vermisst. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir jetzt sehr motiviert und hoffentlich mit sehr vielen interessanten neuen Themen ins Jahr 2019 starten können. Also euch allen ein gutes Jahr 2019 und herzlich willkommen zurück. Ein Jahreswechsel ist wohl immer mit die beste Möglichkeit, um mal ein paar Zahlen aufzustellen, auch in der Luftfahrt, und die Zahlen dann miteinander zu vergleichen. Und das kann man dann sicherlich in allen möglichen Themenbereichen machen. Mit den Flugausfällen hier in Deutschland haben wir das ja auch schon gemacht. Das konnten wir ein bisschen vorziehen. Da musste man nicht unbedingt bis zum Jahreswechsel warten, um zu erkennen, in welchen Dimensionen man sich da mittlerweile bewegt. Aber gut, interessant ist es selbstverständlich trotzdem, wie viele Millionen Passagiere die größten Fluggesellschaften Europas denn trotz Streiks und Flugausfällen und so weiter im vergangenen Jahr 2018 befördern konnten. Und das schauen wir uns jetzt mal an und dann klären wir die Frage, welche Fluggesellschaft daran gemessen denn jetzt die größte Fluggesellschaft Europas ist. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und jedes Mal, wenn man solche Zahlen jetzt miteinander vergleichen möchte, dann muss man vorher ganz genau festlegen, welche Werte der jeweiligen Carrier man überhaupt aufstellen und dann auch wirklich miteinander vergleichen möchte. In diesem Fall ist das die Anzahl an beförderten Passagieren im vergangenen Jahr 2018. So gut wie jede Fluggesellschaft konnte im Jahr 2018 ein Wachstum verzeichnen. Wenn sie nicht gerade zu den Fluggesellschaften gehörte, die aufgrund fehlender finanzieller Mittel dummerweise im Jahr 2018 zugrunde gingen. Da gab es ja auch einige von. Also, so gut wie jede Fluggesellschaft konnte zwar ein Wachstum verzeichnen, das bedeutet aber auf gar keinen Fall, dass es bei jeder Fluggesellschaft auch wirklich richtig gut lief. Vielmehr würde es bedeuten, dass wenn eine Fluggesellschaft kein Wachstum verzeichnen konnte, beziehungsweise sogar ein negatives Wachstum verzeichnen musste, dass es dann bei dieser jeweiligen Fluggesellschaft wirklich gar nicht gut lief. Denn die Luftfahrt, weltweit gesehen, als Ganzes, die wächst ja. Und so muss jede Airline gucken, dass sie irgendwo ihren Teil vom Wachstum abbekommen kann. Das kann man dann selbstverständlich auch noch in Kategorien aufteilen. Zum Beispiel in Low-Cost-Carrier oder Premium-Airlines oder Kurz-, Mittel- und Langstrecke. Also ganz einfach. Die gesamten Zahlen, die allgemeinen weltweiten Zahlen aus dem Jahr 2018, die stehen uns zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht zur Verfügung. Die kommen meist so Mitte Februar, da werden die irgendwann dann veröffentlicht. Aber nur um das Ganze mal zu verstehen, nur um zu verstehen, dass die Luftfahrt als Ganzes weltweit immer weiter wächst und wo dieses Wachstum steckt, dafür reichen uns auch als Richtwerte die Zahlen aus dem Jahr 2017. In dem Jahr stiegen das erste Mal mehr als 4 Milliarden Menschen in ein Flugzeug, was wiederum bedeutet, dass deutlich mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung im Jahr 2017 geflogen ist. Und das wird im Jahr 2018 auf jeden Fall auch so sein. Im Jahr 2017 waren das damit dann etwa 7,6% mehr Passagiere als noch im Jahr 2016. 8,3%, also mehr als der weltweite Durchschnitt an Wachstum, konnte man in Europa erzielen. Und 5,2% mehr Fluggäste konnte man im Jahr 2017 im Vergleich zum Jahr 2016 an den deutschen Flughäfen zählen. So geht das dann von Kategorie zu Kategorie immer weiter und so versucht halt jeder, seinen Teil vom Wachstum abzubekommen. Tja. Die 5,2% mehr Fluggäste an den deutschen Flughäfen, das bedeutet aber übrigens nicht, dass auch die deutschen Fluggesellschaften wirklich so von diesem Wachstum profitieren konnten. Die haben eben nicht so viel von diesem Wachstum abbekommen. Die deutschen Fluggesellschaften konnten im Jahr 2017 knapp 3,1% zulegen, was unter anderem auch dem Verlust von Air Berlin geschuldet ist. Das wiederum bedeutet natürlich, und jetzt kommen wir langsam von dieser allgemeinen Sicht ins Jahr 2018, dass ein Großteil von diesen zusätzlichen Passagieren, die in diesem 5,2% Wachstum stecken, dass ein großer Teil davon eben an den deutschen Flughäfen von ausländischen Fluggesellschaften abgefertigt wird. Bedeutet, von dem Wachstum in Deutschland haben ausländische Fluggesellschaften etwas abbekommen. Das beste Beispiel ist dafür wahrscheinlich EasyJet, die sogar Anfang 2018 noch unter Zuhilfenahme von deutschen Fluggesellschaften, von Kapazitäten deutscher Airlines, zum Beispiel von WDL Aviation bzw. auch von Condor, in Berlin-Tegel zur größten Fluggesellschaft herangewachsen sind. Nur von Berlin-Tegel aus bietet EasyJet mittlerweile jetzt zum Ende 2018 bzw. Anfang 2019 ganze 60 Flugziele an. Am Flughafen Berlin-Schönefeld kommen dann noch einmal 59 Flugziele dazu, sind also 119 Flugziele von EasyJet in Berlin. Und nur wenn man sich jetzt mal die Hauptstadt anguckt, ist das schon sehr, sehr beeindruckend. Und man kann, glaube ich, gut verstehen,
dass die deutschen Fluggesellschaften nicht so vom deutschen Wachstum profitieren konnten, wie sie das vielleicht gerne gemacht hätten. Damit wurde EasyJet übrigens im Jahr 2018 der Marktführer an den Berliner Flughäfen mit einem Marktanteil von über 32%. Eine Eurowings kommt hier auf nur gut 16%. Und wie gesagt, Hauptstadt und so ist schon recht beeindruckend. Aber da sollte man auf gar keinen Fall vorschnell urteilen, denn mit EasyJet bekam man an dieser Stelle zum Glück eine Alternative für seine Routen aus der Hauptstadt raus oder in die Hauptstadt hinein. Das bedeutet, der Passagier kann auswählen zwischen verschiedenen Airlines und dass hier gerade noch so ein Konkurrenzkampf bestehen bleibt und damit natürlich auch für den Passagier geringe Preise garantiert bleiben, das hat man hier an dieser Stelle wirklich den Engländern zu verdanken. Und es ist ja natürlich auch nicht so, als wären die deutschen Fluggesellschaften im Jahr 2018 nicht gewachsen. Ganz im Gegenteil. Lufthansa, Condor, auch eine Germania irgendwo oder vor allem aber Eurowings, die sind so viel gewachsen, wie sie es gerade so handeln konnten. Vielleicht sogar an einigen Stellen ein bisschen zu viel gewachsen, so dass sie es eben nicht mehr richtig handeln konnten. Die Passagiere mussten ein bisschen darunter leiden, das soll im Jahr 2019 natürlich alles nicht mehr so sein, da soll das alles sehr viel stabiler werden, aber die Thematik müssen wir auch gar nicht neu aufrollen. Wenn ihr dazu noch ein paar Zahlen und Fakten haben wollt, schaut gerne nochmal beim letzten Video vorbei, da haben wir die Thematik für Deutschland mal ganz genau durchleuchtet. Aber nur damit ihr da mal so einen Überblick behaltet, die 15 wichtigsten Fluggesellschaften auf dem deutschen Markt, die haben im Sommer 2018 etwa 30% mehr Flüge angeboten als noch im Sommer 2017. Und das ist für viele Fluggesellschaften ein Wachstum, was sie so in den letzten Jahren nicht fahren konnten, beziehungsweise auch gar nicht fahren wollten, weil das wirklich eine Menge Chaos bedeutet hat. Aber gut, wir bleiben bei der Thematik mal ein bisschen europäischer und wenn man sich da die Anzahl an beförderten Passagieren anguckt, dann war wahrscheinlich in diesem Jahr, genauso wie auch schon in den letzten 3-4 Jahren, die Frage nach der größten europäischen Fluggesellschaft somit das Interessanteste. Denn Ryanair und Lufthansa liefern sich hier bereits seit einigen Jahren ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Platz 1 auf dieser Liste. Das ist allein durch den Fakt sehr beeindruckend, dass Ryanair erst 1985 gegründet wurde. Im Jahr 2000 beförderte Ryanair nur in Anführungszeichen etwas mehr als 5 Millionen Passagiere. Im Jahr 2002 waren es dann etwas mehr als 10 Millionen, im Jahr 2003 etwas mehr als 20 Millionen. Und dann im Jahr 2009 hatte man schon gut 65 Millionen Passagiere an Bord. Und jetzt hält das Wachstum immer weiter an, die Fluggesellschaft wird immer größer, es kommen immer mehr Flugzeuge dazu und 2018 beförderte man ganze 139,2 Millionen Passagiere. So viele Leute wurden tatsächlich im Jahr 2018 von Ryanair an ihr Ziel gebracht. Oder an irgendeinen anderen Ort, wie zum Beispiel letzten Freitag. Da sollte eine Maschine von Großbritannien aus nach Thessaloniki, also nach Griechenland, fliegen. Und aufgrund von schlechtem Wetter am Zielort musste man dummerweise ausweichen. Und der Ausweichflughafen, der lag, warum auch immer, für diesen Flug 800 Kilometer entfernt in Rumänien. Aber man kümmert sich ja um seine Passagiere. Die konnten sich entweder für eine Nacht im Hotel entscheiden oder aber dann eine 18-Stunden-Busfahrt nach Thessaloniki antreten. Aber gut, kann ja mal passieren. Und wirklich, ohne jetzt hier irgendjemandem auf den Schlips treten zu wollen und ohne den eben genannten Flug als das böse Beispiel zu nehmen, weil das kann auch dem Besten passieren, Ryanair musste sich im Jahr 2018 schon eine ganze Menge anhören. Die Fluggesellschaft hat, wie in so ziemlich jedem Jahr, für eine ganze Menge schlechte Schlagzeilen gesorgt. Und auch das gehört irgendwo zu einer Jahresbilanz dazu. Ryanair ist laut einer britischen Umfrage, bei der etwas über 8000 Fluggäste befragt wurden, die schlechteste Kurzstrecken-Airline in Europa. Zumindest laut dieser tatsächlich, das muss man schon zugeben, etwas wenig repräsentativ wirkenden Umfrage. Aber gut, wir müssen uns sicherlich nicht darüber streiten, dass das beste Argument für diese Fluggesellschaft auf jeden Fall der Preis ist. Und das Argument, das ist manchmal so groß und so wichtig, dass ein Dutzend andere, nicht so gute Argumente ausgeblendet werden oder einfach unschädlich gemacht werden. Aber das ist heute auch nicht das Thema. 139,2 Millionen Passagiere haben sich im Jahr 2018 für Ryanair entschieden und sind mit einem der mittlerweile über 450 Flugzeuge vom Typ Boeing 737-800 irgendwo hingeflogen. Damit belegt die irische Billigfluggesellschaft immerhin Platz 2 auf der Liste, denn Lufthansa ist auch in diesem Jahr tatsächlich doch nochmal ein kleines bisschen größer. Die ganz genauen Zahlen der Lufthansa Group haben wir zum aktuellen Zeitpunkt zwar noch nicht, die kommen jetzt am Donnerstag, da sollen die veröffentlicht werden, aber wir wissen, dass die Fluggesellschaft beziehungsweise die ganze Lufthansa-Gruppe, das ist ganz wichtig, bis zum November 2018 ganze 132 Millionen Passagiere befördern konnte. Was wiederum bedeutet, dass selbst wenn die Gruppe im Dezember aus welchen Gründen auch immer gar kein Wachstum fahren konnte, dass die Fluggesellschaften dann trotzdem über 140 Millionen Passagiere kommen. Und das ist damit dann Platz 1 auf dieser Liste. Also wichtige Erkenntnis, Lufthansa bleibt die größte Fluggesellschaft Europas. Obwohl das auch nicht so ganz richtig ist, denn die Lufthansa Passage, also die Passagierflugzeuge, auf denen auch wirklich der Name Lufthansa draufsteht,
Die konnten im Jahr 2018 nur etwas mehr als 60 Millionen Passagiere befördern. Das ist also nicht mal die Hälfte von den mit Ryanair geflogenen Passagieren. Aber gut, die Lufthansa Group ist nun mal ziemlich groß. Eine Austrian Airlines gehört dazu, Swiss gehört dazu, Germanwings gehört dazu und selbstverständlich auch Eurowings. Und das sind mittlerweile ziemlich große Fluggesellschaften. Und weil sie eben zur Lufthansa Group dazugehören, zählen auch ihre Zahlen mit in diese Bilanz rein. Etwa 3 Millionen Passagiere pro Monat liefert Eurowings da mittlerweile und das ist schon eine ganze Menge. In dieser Fluggesellschaft steckt wohl ziemlich sicher auch das größte Wachstum, was auch für eine ganze Menge Chaos gesorgt hat, aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Daher lässt sich eben auch nicht einfach so sagen, Mensch, Ryanair, die wachsen noch viel schneller, ist doch klar, dass die Lufthansa bald überholt haben. Denn so klar ist das gar nicht. Auch wenn eine Lufthansa Group vielleicht nicht stark in Form einer Swiss oder einer Austrian oder vielleicht von mir aus auch in Form einer Lufthansa wächst, die Gruppe wächst vor allem in Form einer Eurowings. Und das funktioniert. Und sie wachsen sehr, sehr schnell und es fliegen sehr, sehr viele Passagiere mit diesen Flugzeugen. Im Jahr 2016 beispielsweise, da hatte Ryanair die Lufthansa Group schon überholt. Dann kam 2017 die Lufthansa zurück, 2018 stehen sie wieder ganz oben auf der Liste, also die können das Wachstum von Ryanair schon mitmachen. Aber halt eben nicht bei Lufthansa, Swiss oder Austrian, sondern bei Eurowings. Aber das ist doch total unfair, denn man hat Ryanair als einzige Fluggesellschaft. Alle Flugzeuge sehen gleich aus auf der einen Seite und dann hat man die Lufthansa Group auf der anderen Seite, wo man gefühlt die Hälfte aller Fluggesellschaften Europas zusammenzählt, nur um da auf eine größere Zahl zu kommen und dann Platz 1 auf dieser Liste zu sein. Auch das stimmt natürlich nicht so ganz. Ich wollte euch diese Zahl unbedingt erklären, denn man liest überall, Lufthansa ist wieder die größte Fluggesellschaft Europas, aber da steckt halt noch ein bisschen mehr dahinter. Dabei ist natürlich wichtig, dass beide Fluggesellschaften auf einem ganz anderen Konzept beruhen. Bei Lufthansa fliegen zum Beispiel, also bei der Fluggesellschaft, die wirklich Lufthansa heißt und wo auch Lufthansa draufsteht, da fliegen nur in Anführungszeichen knapp 180 Flugzeuge Kurz- und Mittelstrecke. Die restlichen, mehr als 100 Flugzeuge, die gehen mit Business oder eventuell sogar mit einer First Class auf Langstrecke. Und es ist selbstverständlich einfacher, mit einem eng bestuhlten Kurzstreckenflugzeug auf der Kurz- und Mittelstrecke auf eine Zahl von über 100 Millionen Passagiere zu kommen, als mit einer etwas geräumiger bestuhlten großen Maschine auf der Langstrecke. Und selbstverständlich nutzt auch nicht nur die Lufthansa an dieser Stelle ihre Tochterfluggesellschaften, um hier als größter Player in Europa dazustehen, sondern auch Ryanair hat mittlerweile eine ziemlich große Fluggesellschaft, eine Tochterfluggesellschaft in Polen, die heißt Ryanair Sun. Und Ryanair hat ja mittlerweile auch Laudamotion. Das ist zwar alles noch in einem sehr, sehr kleinen Umfang unterwegs, aber das wird ja größer, das wächst und das trägt dann auch immer größere Zahlen zu dieser Ryanair-Bilanz bei. Und mittlerweile konnte die Laudamotion im Dezember 2018 ganze 300.000 Passagiere zu den 10,3 Millionen von Ryanair beförderten Passagieren beitragen. Also, das waren, glaube ich, mal ein paar interessante Zahlen aus dem Jahr 2018, wo ich hoffentlich ein bisschen was über die Hintergründe erzählen konnte. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen dabei. Freue mich auf eure Kommentare und auf euer Feedback zu dem Video. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.